Die Hafen City ist mit 157 Hektar Fläche eines der markantesten Stadtentwicklungsvorhaben Europas. Hamburg wird dadurch um 40% erweitert. Die Einheimischen sind beeindruckt. Die Hafen City ist ein Traum, weil es ist ein ganz wichtiges neues Projekt für Hamburg. Es ist die Zukunft dieser Stadt. Es werden hier ca. 40.000 neue Wohnungen oder für Menschen Wohnungen geschaffen. Und Büros und wunderbare kreative Gebäude. Die Hafen City wird bis 2025 fertig sein und wird ein riesen Areal umfassen. Mit sehr unterschiedlicher moderner Architektur, über die man sich zum Teil streiten kann, aber die insgesamt gesehen sehr schön geworden ist. Es gibt Sichtachsen von der Hafen City über die Speicherstadt in die Neustadt. Das heißt, man führt die Stadt Hamburg wieder ans Wasser heran, die Bevölkerung der Stadt. Und das ist der eigentliche Witz dieses Projekts. 3.000 Menschen haben hier bereits einen Arbeitsplatz. 1.500 leben in der Hafen City. Für sie ist dies ein Ort, um sich wohlzufühlen. Ich lebe in der Hafen City. Und von daher finde ich das natürlich toll. Wir leben jetzt seit 3 Jahren hier und haben das wachsen sehen. Und von daher können wir nur sagen, das gefällt uns sehr gut und es macht Spaß, dabei zu sein. Wir fühlen uns alle so ein bisschen wie Pioniere. Das kann man wohl so sagen, weil ja, es schweißt zusammen dadurch, dass noch nicht so viel hier ist und wir einfach miteinander alles aufbauen und entdecken und das ja, bereitet uns allen, denke ich, sehr viel Freude hier leben. Mir gefällt das sehr gut. Ich arbeite hier seit Juni in der Hafen City. Ich finde, die Hafen City strahlt Leben aus, Lebendigkeit durch die Schiffe, die man täglich sieht, durch die vielen Touristen, die sich hier inzwischen angesammelt haben. 5.500 Wohnungen für 12.000 Menschen werden gebaut, 40.000 Arbeitsplätze geschaffen. Das Projekt Hafen City ist auch aufgrund der Architektur in aller Munde. Dafür sorgen Gebäude wie der Marco Polo Tower, ein Projekt von Hochtief und Dala & Company oder das Bürogebäude Eskai am Sandtorpark der DWI Grundbesitz GmbH. Da macht jeder Architekt sein Ding und das soll dann unter dem Strich zusammenpassen. Das geht natürlich nicht. Wir leben ja nicht in einer gewissen festen Stilrichtung wie Barock oder was weiß ich. Und von daher gesehen ist es klar, dass schiefe Häuser neben irgendwelchen Eckhäusern und Rundhäusern stehen und Blöcken und die nicht miteinander harmonieren. Und das ist klar, das geht nicht, das kann man nicht machen. Dafür sind die Ideen zu vielseitig, jeder will sich verwirklichen mit den Baustoffen, mit Baumaterialien und so weiter und so fort. Das ist das Endergebnis, was da rauskommt. Die Hafen City wird täglich mit mehr Leben erfüllt. Bis 2025 soll dann alles fertig sein. ImmoTV. Wir sind Immobilien.